Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Gern geschehen. Ich bin nicht über 30. Ah, lala. Ah, lala, lala, lala. Caution. Do not lean on railing. Ja, okay, bla. Diese Testkammer sieht verdammt kaputt aus. Oh Gott, hier sieht alles verdammt kaputt aus. Perpididurp, perp. Ist das ein Schalter? Bitte lass das ein Schalter sein. Es ist nur ein ganz stinknormaler Teeträger. Ja, ich weiß, welcher ein Teeträger ist. Toll. Und das hat mir jetzt was gebracht. Lieber ein Quicksave, falls ich irgendeinen Scheiß baue. Ich kenne mich ja. Da ist nichts machbar. Ha. Aber da. Haha. Oh. Okay. Okay. No problem. So, nochmal kurz umgucken. Nein, ich komme auf jeden Fall in diese Testkammer rein. Ist die Frage nur, will ich in diese Testkammer? Ha, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinen, ich kann keinen Rastlauer Rauschschuh sitzen. Hat's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Cave Johnson, to your service. Und Gel. Und Brotsch. Hui! Oh, 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 okay. Da komme ich nicht hoch. Dann halt noch. Wow, okay, das Zeug. Ich bespritze hier einfach mal alles mit Gel. Plotz. Plotz. So, mehr Gel heißt, mehr Gel heißt, mehr Gel. Ja, ich habe gerade Fang nachgemacht. Ich darf das. Nein, ich darf es eigentlich nicht, aber... Who cares? Jo. Wo sind wir denn nun? Exit. Pa. Ulkig. Naja, hüpf. Hui! How did this even happen? So, hier brauche ich Gel. Gel. Gel? Gel, okay. Plopp. Und jetzt brauche ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen Gel. Oh wow, das Zeug hört auch nicht auf zu tropfen oder so. Und was ich echt moderat finde, ist... Das schaffe ich nie und nimmer. Das schaffe ich nie und nimmer, den Sprung. Das schaffe ich nie und nimmer, diesen Sprung. Nee, keine Chance. Sorry, Leute. Nie und nimmer. Okay, wenn ich das schon nicht schaffe. Wie wär's dann mit ein wenig Cheating? Oh yeah, ich glaube, ich mach's sogar richtig. So. Wollen wir mal die Regeln ein wenig zu unseren Gunsten verändern? So, nur das blaue Portal setzen.
So, hier kann ich Splatter hinmachen. Und der bringt mir hier rein gar nichts wahrscheinlich. Da kann ich Splatter hinmachen. Der bringt mir wahrscheinlich sogar was. Wenn ich da oben Totalen schieße, kann ich nicht. Der Splatter bringt mir auch nichts. Ist mir jetzt gerade nur die Frage, was bringt mir das? Da will man mal cheaten und dann weiß man nicht mehr, was das einem bringt. Ja toll, ich kann extrem hoch hüpfen hier dann. Das bringt mir original nichts. Hier irgendwas zu erreichen? Nein. Da hätte ich noch eine Idee. Wie wär's, wenn ich mich selbst katapultiere? Das bringt's wahrscheinlich aber auch nicht, oder? Erstmal möchte ich genau da Glibber haben. Ich nenne das Zeug jetzt einfach mal Glibber. So, jetzt habe ich da Glibber. Da fliegt der Glibber. Hüpf und... Ui. Okay. Wow. Vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Kalzium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Kalzium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Danke, zum Glück trinke ich keinen Kaffee, ich habe hier nur Red Bull. Obwohl das Zeug wahrscheinlich genauso tödlich ist, irgendwo hier auf Dauer. Oh yeah. Ausgekochte Stierhoden, Bitches. So, an dieser Stelle mache ich eine kurze Aufnahmepause, vielleicht? Ich weiß nicht. Ich gucke erstmal, ob der liebe Cave Johnson noch was zu labern hat. Weil ich nicht mehr so viel Platz auf meiner Festplatte habe, muss ich gleich mal nachgucken. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid, denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Ich gehöre nicht zu dieser Kontrollgruppe. Arme Säcke, die zu dieser Kontrollgruppe gehören. Kurze Aufnahmepause, wir sehen uns gleich wieder. Okay, eine gute und eine weniger gute Nachricht. Die gute Nachricht... Ich habe noch ungefähr Platz für eine Dreiviertelstunde Aufnahme auf meinem PC. Das heißt, ich werde noch eine Dreiviertelstunde lang aufnehmen. Die weniger gute Nachricht, ich habe leider nur noch Platz für eine Dreiviertelstunde Aufnahme auf meinem PC. Das heißt, ich kann nur noch eine Dreiviertelstunde lang aufnehmen. Also ab in die nächste Testkammer und boing! Wasser. Wasser mit ulkigen Physics. Okay. Cave, irgendwelche Hinweise für mich? Ich hoffe, ich muss das Zeug nicht wieder wegwischen oder so. Splodder. Okay, da passiert schon mal nichts. Passiert da was? Hä? Oh, ja. Vielleicht auch das richtige Portal setzen. Ich mag diesen Glibber, der verhält sich voll cool. Ich splodder erstmal alles voll, was hier nur irgendwie möglich ist. Ups, ich sollte mich doch nicht davon bespritzen lassen. Nicht grandios, toll und so.
Ja, wenigstens. Should work out fine. Okay, hasn't work out fine. Oh, warte, ich kann mich beschleunigen. Moment. Okay, so kann ich aufhören zu hüpfen. Also. Wenn ich das mache, dann muss ich mich mit dem Gelben abschießen. Was? Puh. Puh. Hä? Natürlich, ich kann mich gar nicht abschießen, weil das ein dummes Gitter ist. Kann ich eigentlich... Ha! Haha, unendliches Gel. Das bringt mir was? Keine Ahnung. Flotsch! Es bringt mir gar nichts. Nee, ganz ehrlich, ich check gerade den Raum nicht. Wie war das? Ich habe noch eine Dreiviertelstunde Zeit aufzunehmen. Ich werde diese Dreiviertelstunde in diesem Raum verwenden. Ich bin so ein Held. Ich bin so ein totaler Held. Ich bin so ein totaler Held. Klapp. Ach so, das Ding ist auch noch begrenzt, oder? Na toll, das heißt, ich habe begrenzt Zeit für diesen Scheiß. Hüpfi. Schilder. So, ich bleibe, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Okay. Remember, if a future you tries to warn you about this test, don't listen. Yeah, well, no. Ich hoffe, es ist so gewünscht, dass es hier tropft. Bin mal gespannt, wie diese Zeitreise aussehen soll. Okay. Extrem verwirrt. Aha. Hoffe, das ist so gewollt. Ich komme da nämlich nicht ran. Leicht aufgeschmissen? Never. Never. Ich krieg das hin. Oh, fu. Oh yeah. Gelflow. Das ist echt ekelhaft, das ist echt ekelhaft. Oh, da. Okay, gut, Bob. Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Ich weiß, wo es lang geht.